betrachte. Das ist Riffs, Hooks, Gags und Gimmicks. Ja, das sind so die Dinge, auf denen ich wirklich immer wieder achte, mit meinen Ohren, nicht mit meinem Hirn. Ja, mit meinen Ohren, das sind die Dinge, wo ich glaube, ich weiß nicht, in welches Semester seid ihr? Seid ihr alle im selben Semester? Ja, im zweiten Semester. Ja, genau. Also, das heißt, von 8 der zweite, ja, Axel? Ganz genau, ganz genau. Es ist immer interessant, wenn man gemeinsam, das ist jetzt mal ungewöhnlich, auf Skype Musik zusammen hört, aber trotzdem, ich höre es mit euren Ohren irgendwie und ihr mit meinen, wenn wir zusammen das hören. Also, das wird interessant sein. Mal gucken, wie es mir kommt. Also, der erste, was habe ich gesagt, war... David. David. Ja, genau. Ich... Falling, all embracing city lights ahead. Also ich sehe die ganzen. Ich konnte es nicht raushören. Ja. Weil also ein Teil der Produktion ist immer, gerade in der Musik, wenn man vokale Musik, ich meine, wenn es Instrumentalmusik wäre, ja, ist was ganz anderes. Aber in dem Moment, wenn du Vocal hast, ist die Aufgabe eines jeden Produzenten, dafür zu sorgen, dass das eindeutig zu verstehen ist. Ja, also, Thomas, du hast vieles verstanden. Ja? Also, ich sagte am Anfang, ja, laut und leise, schnell und langsam, das sind alles Aspekte, die du, also sagen wir mal, das sind Gesetze, die du jetzt schon irgendwie verinnerlicht hast. Und auch hinterlässt überhaupt keine Frage, wo der Refrain ist. Ja gut, erstmal, ich habe, ja, was soll ich sagen, ich, nicht negativ, aber ich habe immer den Wunsch nach wenig Akzent, ja. Ich finde, dass das zu stark akzentuiert ist, wenn du weißt, was ich meine, ja. Also, nee, fand ich jetzt ehrlich gesagt einfach ziemlich gelungen, ja. Ist ja auch immer so eine Coolness-Sache in der Pop. Ja, genau. Dass dann so Leute sagen, das ist irgendwie guter Pop, aber das ist irgendwie nicht cool genug, weil es irgendwie nicht dreckiges Schlagzeug hat und der Sänger nicht rumrotzt und so. Da sind sehr viele Stilistiken drin. Okay. Ja, das meiste verstehe ich. Was ich nicht wirklich verstehe, ist der Breakbeat-Teil. Okay. Weil das sind so Stilistiken. Also zum Beispiel also am Schluss der letzten Hälfte ist ja Coldplay-mäßig. Mhm. Aber hat mir gut gefallen, habt ihr eigentlich ganz gut hingekriegt. Ich finde das Stück gut, hat aber kein so eindeutiges Refrain. Ja? Du hast quasi diesen Gitarrenteil, würde ich sagen, als Refrain. Genau. Gefällt mir gut. Ja, ich bin sehr beeindruckt von der Arbeit, Axel, was ihr da macht. Das ist ja wirklich Liebe zu Detail und auch, sagen wir mal so, die Chance ist ja nicht, ist nicht so ohne mit der Musik so in Verbindung zu kommen und Kommunikation zu betreiben und Möglichkeiten. Also es hat mir Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Gut. Dankeschön.